Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten spannenden Folge von 7 Days to Die. In der letzten Folge sind wir hier auf der Suche nach dieser komischen Schieberegler-Geschichte wieder in die Stadt gegangen, obwohl wir es viel, viel nötiger hätten, uns um die Base zu kümmern, damit hier mal irgendwas vorwärts geht. Aber wir können derzeit weder Munition herstellen, weil wir diese Hülsen noch nicht machen können, weil uns eben da genau diese Schieberegler-Dings-Teil fehlt. Und wir können auch nicht viel weiter an der Mauer bauen, weil uns da hier der Zementmix fehlt. Da brauchen wir doch deutlich mehr als... Wow! Deutlich mehr als gedacht. Meine Treffsicherheit ist leider immer noch nicht allzu viel besser geworden. Aber es wird. Übung macht den Meister, wie man so schön sagt. So, wir sind jetzt hier an der Tankstelle. Wir looten jetzt kurz die Zapfsäulen. Da kommt... Immer ordentlich Benzin, wollte ich sagen. In dem einen war es sehr wenig, im nächsten war es recht viel. Und eigentlich müssten wir die ganzen Zombies hier wegmachen. Naja, gut. Dann fangen wir doch mal damit an. So, und einer noch in den Kopf. So. Auf die Tussi da hinter uns müssen wir achten. Oh, weil die ist relativ schnell unterwegs und es kommen hier immer mehr. Okay, Luden nehmen weg. Egal, räum mal auf. Wir brauchen den Skill sowieso. Und du bist mir wenig schnell unterwegs. Oh, genauso wie du. Okay, ich bin nicht gestunt. Das ist... Scheiße, da könnten wir jetzt eigentlich wieder so einen blöden Häcksler aufbauen. Planänderung. Mit 43 Pfeilen kommen wir hier nicht weiter. Ich lotse jetzt einfach ein bisschen weg und schaue, ob ich hier in so einer Mission Impossible Aktion von hinten in die Tankstelle reinkomme. Huch. Ja, und das nächste Mal, wenn wir hier hochgehen, nehmen wir wieder einen dieser... Ja, nehmen wir Spikes mit und das ganze Zeug. Ah, nee, ich habe nicht genug Holz, dass wir hier machen könnten. Was ich aber jetzt hier kurz mache, ist mich ausmüllen. Oh, ja, und dich mitnehmen. Naja, zwei Eier sind zwei Eier. Das kostet zwar wieder einen Inventarplatz, aber die Feder, die brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Dann Lied braucht man nicht. Und was braucht man noch alles nicht? Die scrappen wir auch mal. Was kommt denn dabei raus? Ja. Ein bisschen mehr von dem Iron. Und wir sind schon wieder fast bei 18 Uhr. Das heißt, hier jetzt noch ganz schnell rein. Oh, die Fässer, die sind immer toll. Wenn wir später wirklich einmal... Oh ja, genau die Kisten suche ich. Bitte, 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 bitte. Nein! Nicht das drin, was wir jetzt halt brauchen. Es ist zwar schöner Scheiß drin, oh. Aber nicht der Scheiß, den wir brauchen. Mensch, wir brauchen viel zu wenig Platz. Egal, ich loot jetzt hier, was geht, und verziehe mich dann schnell wieder. Nichts drin. Ja, das können wir eigentlich uns schenken. So, das lassen wir auch mal gut sein. Ja, und da haben wir schon wieder den ersten Besuch. Das ist schlecht. Aber da müssen wir uns drum kümmern. Oh, wei, wei, wei. Ja, da kommen jetzt alle. Oh, schwierig. Oh, 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 oh. Okay, 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 hier. Schnell. So, damit wären wir in Sicherheit und ich würde trotzdem noch gern hier reinschauen. Vielleicht ist hier auch noch so eine Kiste. Nee, aber ein Bücherregal mit nichts drin. Okay, raus hier. Na. Nee, die Gier darf mir jetzt nicht zum Verhängnis werden. Scheiße. Okay, wir schauen mal weiter da hinten und gehen die Stadt einfach mal ab. Vielleicht haben wir wirklich Glück und finden noch irgendwas. Nur. Nix von Wert drin.
Ach, das ist ein Zombie, das hat das ausgeschaut wie ein Hund. Okay, mit dem Schrottplatz können wir nicht viel anfangen. Wir laufen jetzt noch einmal rum und dann geht's wieder straight nach Hause. Weil der Nacht hier in der Stadt ist, wie gesagt, eine reine Selbstmordaktion, wenn man sich nicht irgendwo verbunkert. Unsere Chöre oder Kapelle hat für einen Abend hier mal wirklich gute Arbeit geleistet, aber wenn wir dann die Zeit haben, dann können wir doch lieber nach Hause gehen. So, den lesen wir noch schnell. Gibt er immerhin wieder Weaponsmithing-Skill. Mensch, im Müll haben wir jetzt das mal nicht wirklich viel Glück. Und es scheint so, als wären da wirklich nur normale Wohnhäuser. Ich weiß, dass oben in der Wüsten. Ach, da ist wieder so eine Tante, da ist wieder alles voll. Oben in der Wüstenstadt war definitiv zwei Apotheken, dann glaube ich ein Shotgun-Messier und auch so ein Foodladen. Und etwas weiter rechts war hier irgendwo auch nochmal eine Stadt. Da könnten wir dann eventuell auch noch rüberstranzen. Vielleicht haben wir die den Laden, den wir brauchen. Halb acht. Nee. Einfach erkunden. Die Muni, die sparen wir uns wirklich, wenn es mal eng wird. Okay. Nee, das sind wirklich bloß nur noch die Wohnhäuser. Hey, stopp. Oh. Ich hab doch vorhin das Rezept gelernt. Read. Genau, und dann haben wir ein Weaponsmithing. Ja, okay, jetzt ist es verbraucht. Entweder ich hatte zwei davon und hab's nicht gemerkt. Oder es wurde tatsächlich beim ersten Mal nicht verbraucht. Und was haben wir da vorne noch Schönes? Das könnte eventuell noch eine Tankstelle sein. Das ist das. Ah, ne, da waren wir schon. Okay. Nix war's. Da poppen Pilz. Und ich würde vorschlagen, ja, gehen wir einfach nach Hause. Ist jetzt irgendwie ein bisschen zu risky. Ja, obwohl, wenn du hier allein bist und ich dich treffe. Und noch innerhalb einer angemessenen Zeitspanne hier ins Jenseits befördern kann. Ach komm schon. Ach, leck mich doch. Alles klar, das hat sich damit erledigt. Blöder Wichser. Ja. Gut, gehen wir nach Hause. Lass mir das für heute gut sein und schauen lieber morgen wieder in die andere Stadt. Ich würde auch sagen, gehen wir erst einmal in die andere Stadt, die wir noch nicht erkundet haben, weil die Wüstenstadt ist dann doch einen rechten Marsch von uns entfernt. So, aber die Nester. Nester immer mit. Wir brauchen nämlich Federn. Es wäre schick, wenn man sich später irgendwie mal so Hühner züchten könnte. Wo man dann hier einen unbegrenzten Vorrat an Federn hat. So, da müssen wir hin. Ja, 21 Uhr, das dürfte genau ausgehen. Ich denke, dass wir so Punkt 21:58 Uhr bei uns oben in die Tür reinkommen. Oh, das war jetzt knapp. Fast wäre es nichts geworden. Wir haben nämlich auch nicht allzu viel Holz dabei, dass wir uns jetzt da. Na doch, den einen oder anderen Frame hätten wir uns machen können, aber wir müssen es ja nicht rausreizen. So, das nehmen wir noch mit. Und das nehmen wir auch noch mit. Nein, das da. So. Wenn ich sie jetzt nicht mitnehme, dann werden wir die wahrscheinlich nie wieder finden. Außer wir laufen wirklich zufällig dran vorbei. Ah, oh, und der erste Beton ist fertig. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Das wollte ich jetzt noch auf zwei oder drei Blöcke tief machen, noch eins höher und dann diese
Gitter dran pflastern, dass man von oben auch runterschießen kann. Hier mit dem Eingang muss ich mir noch was überlegen. Und wir sind jetzt doch etwas früher hier eingetroffen als geplant, aber das macht gar nichts. Jo. Wir laden jetzt erstmal aus hier. Hier alles rein. Und jetzt haben wir mittlerweile genug Mining-Helme, dass wir hier einen von den alten mal verscrappen können. Oder zwei von den alten. So, scrubbedibab. Dann Stühle, die kommen jetzt mal zu Dekomaterial hier mit rein. Keine Ahnung, wie wir das später noch brauchen. Was kannst du? Du magst ein bisschen warm und hast... Oh ja, wir haben noch keine Hose an, dann passt das ganz gut. So, und von den alten Schuhen, die haben wir auch weg. Die können wir nur wegschmeißen. So. Dann, ach ja, die blöde Jacke braucht keinen Menschen. Ah, wir kriegen Besuch. Schwarzes T-Shirt noch und das war's dann auch mit Klamotten. So, dann da rein, da rein, da rein, da rein. Oh, und wir haben unser erstes Weapon Repair Kit. Und etwas bessere Pistol Parts. Die schmeißen wir jetzt hier mit rein und das Weapon Repair Kit am besten zu den Waffen. Weil die können wir ja dann später an der Magnum oder irgendwas ausprobieren. Brauchen wir es sicherlich. Und einen ganzen Haufen Benzin haben wir auch gefunden. Ja, so. Blumen. Ein Bier. Pillen haben wir jetzt wieder einen ganzen Haufen gefunden, das freut mich. Und die haben wir hier mit rein. Honig kommt drüben. Eggs. Und einen Schluck Wasser noch. So. Gut, damit hätten wir das Inventar entsprechend ausgemüllt. Die Federn, die haben wir jetzt hier noch mit rein. Fackeln bleiben hier unten, das passt. Und dann schauen wir mal, das räumen wir alles mal hier soweit raus und machen noch ein paar Arrowheads. 200, 1, 2. Ach, machen wir 600 Stück, wir haben es doch. So. Ja, und auf jeden Fall haben wir hier jetzt mal einen netten Vorrat an Forged Iron. Stahl könnte ein bisschen mehr sein, aber das kommt dann alles noch. Und Holz schmeiße ich mir nochmal ein paar mit rein. So. Spikes 231, da können wir auch mit arbeiten. So. Okay, das klang jetzt, als wäre direkt neben mir. Die schmeißen wir rein, damit... Ne. Wir wollten ja erstmal noch in die Stadt gehen. Und da lasse ich jetzt die großen Spikes auch hier, weil das, das wäre schade, wenn wir die verlieren. Die kosten dann doch recht viel Material und dauern recht lang zum Craften. Und wir stärken uns jetzt noch hier direkt aus der Kiste raus. Und noch etwas hier minzige Yucca-Juice mit kühlender Wirkung. Das ist egal. Und hier, naja, da haben wir noch einen guten Vorrat. Also um Essen brauchen wir uns derzeit keine Sorgen machen. Wenn wir dann regelmäßig zwischendurch sterben, dann sowieso nicht. Aber das hoffe ich, kann ich jetzt doch etwas besser vermeiden als die letzten Folgen. So. Wir könnten... Ah, da haben wir noch ein bisschen was drin, das passt. Den schmeißen wir mal da dazu mit rein. Und hier, ja. Gut. Ja, damit wären wir wieder gerüstet für den nächsten Tag. Ein bisschen Zement ist hier noch mit drin. Was macht der andere Zement? Wie viel haben wir da mittlerweile? Oh, okay. 1371. Den schmeiße ich hier mit rein. Da können wir dann nämlich am nächsten Tag, beziehungsweise wenn wir dann am Abend etwas früher heimkommen und uns drum kümmern. Und ich habe mich vorhin verschätzt, es waren nicht 48, sondern 72 Stunden, die wir noch Zeit hatten.
Deswegen ist jetzt der Zeitdruck doch nicht ganz so extrem, wie ich dachte. Oh. Ja, der hat sich hier durchgekloppt. Hier wäre das Ganze schon etwas schwieriger. Und es sind die reif. Ja, die sind reif. Die retten wir noch hier. Drei Korn. Das ist auch reif. Super. Alles klar, jetzt haben wir soweit das. Jetzt kann ich hier nochmal durchlaufen. Jetzt haben wir soweit die kompletten Felder abgeerntet. Brauchen uns keine Gedanken mehr machen, dass uns die irgendein Zombie zerkloppt. Nicht so wie hier. Moment, kann ich die reparieren? Ja, die kann ich ganz normal mit Holz reparieren. Okay, der Schreibtisch, der kriegt jetzt mal einen Stuhl. Bevor wir die Zeit hier bloß sinnlos rumhocken, können wir zumindest ein bisschen hier einen Office-Chair hinbauen. Wir werden wahrscheinlich nie so viel brauchen, wie wir gesammelt haben, aber hier so ein wenig gesunde Arbeitsatmosphäre ist doch nicht verkehrt. Nee, das gefällt mir so nicht. Ah, die kann man sogar reparieren mit. Okay, schick. Den kann ich doch bestimmt auch schräg drehen. Ja, es funktioniert. So, jetzt schaut das Ganze doch mal etwas anders aus. Der Fernseher hier, das juckt keinen Menschen. Den hauen wir damit hin. So, das ist sein PC-Monitor Nummer 1 und der kriegt auch noch einen zweiten. Oh ja, und wenn wir eh schon wenn hier am Dekorieren sind, dann machen wir es uns noch ein wenig hübsch und schmeißen einmal hier und einmal hier noch ein Pflänzchen und ein Tischchen. Oh, der macht sich doch da ganz. Oh, der leuchtet. Leuchtet der? Oder ist das jetzt die Fackel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so irgendwie angenehmer. Nee. Nee, nee, nee. Ich bin ja so ein kleiner Optikbauer. Lieber etwas heller als etwas zu duster. Oh, apropos. Die Fenster hier sind eh kaputt, dann können wir es ja auch zumachen. Na. Gut. Vielleicht hilft dir das, dass kein Licht nach draußen dringt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Zombies davon angezogen werden. So, und ja, das kloppe ich hier raus. Nein! Mist, ich habe keinen Rahmen dabei. So, ich hole mir jetzt schnell noch den Rahmen. Na, einmal hier. Holz habe ich noch genug einstecken. No, hier war das. Ne, jetzt habe ich es angefangen, jetzt muss ich es zu Ende bringen. Und sehe, dass wir die Fenster hier auch noch gar nicht gemacht haben. So. Und damit wären wir schon wieder am Ende einer Folge. Ich werde jetzt nochmal runter in die Mine gehen, ein bisschen im Zeitraffer minern. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt 7 Days to Die. Schaltet wieder ein, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ade.